Tja, Leute, altes weg, neues her, das habe ich mir gedacht und habe mir hier die neuen Apple AirPods Pro bestellt. Und ja, ich bin relativ spät dran, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Postmann hat gerade erst geklingelt, oder es war eine Postfrau in meinem Fall. Und die sind ja schon, ja, ich sag mal, eine kleine Weile draußen. Warum die so spät bei mir angekommen sind, hat zwei Gründe. Zum einen habe ich hier länger überlegt bei dem Preis von 279 Euro, ob ich mir hier überhaupt ein Upgrade gönnen soll von den normalen AirPods. Ich habe hier noch die erste Generation, so wie man sie kennt, ganz original. Und deswegen habe ich ein bisschen überlegt und ich habe dann doch zugeschlagen. Und der zweite Grund ist, die Dinger sind jetzt immer schwerer zu bekommen, denn die haben eine echte Lieferzeit. Also wer jetzt bestellt, der bekommt die erst ja so Ende November, vielleicht schon Anfang Dezember. Also die Lieferzeiten, die werden hier immer länger. Und deswegen bin ich froh, dass es heute schon angekommen ist, das Päckelchen. Denn ja, eigentlich waren die erst für Donnerstag angesagt und heute ist Montag. Von daher ging recht flott die Lieferung aus Prag. Ja, von da kamen die nämlich. Die Packung habt ihr gesehen. Designed by Apple in California. Wir nehmen es mal runter. Da unten ist schon das Case und wir schauen noch mal ganz kurz, was uns hier alles so mitgeliefert wird. Wir bekommen noch mal die Kurzanleitung fürs erste Verbinden, wie weit die weg sein sollen, womit man überall, mit welchen Geräten man alles verbinden kann und so weiter. Alles recht standardmäßig. Dann haben wir hier noch mal ja die Garantiebestimmungen und keine Aufkleber, ja, wie Apple das ja eigentlich immer macht, wenn es hier nur um Zubehörteile geht. So, da haben wir die eigentlichen AirPods und ja, erster Eindruck. Das Case ist auf jeden Fall etwas schwerer geworden. Aber wir haben hier noch mehr. Ja, früher waren wir hiermit fertig, aber hier können wir nun noch mal irgendwie zugreifen. Aber die Schale muss raus. Dann finden wir noch mal ein Ladekabel und das ist ein, lass mich mal hier schauen. Ja, das ist ein USB-C. Da kann man sehen, auf Lightning-Kabel, also USB-C auf Lightning, genau wie es bei den neuen iPhones, zumindest bei den iPhone 11 Pros beiliegt. Gleiches Kabel, aber wir haben hier noch keinen USB-C-Anschluss. Und dann ja, haben wir hier noch die Ohrstöpsel, denn es gibt hier ja auswechselbare Ohrstöpsel. Und das hier ist dann die Packung dazu und die kann man dann irgendwie so öffnen. Und dann sind dort, glaube ich, die mittleren so ganz normal. Die sind schon mit draufgepackt und die großen und die kleinen, die sind dann hier nochmal zum Austausch mit dabei. Ich glaube, für 5 Euro kann man sich die dann auch bei Apple nochmal direkt nachkaufen. Okay, so sehen die aus, fühlen sich sehr, ja, silikonmäßig halt eben an. Okay, also die können mal alle hier zur Seite, Packungen weg. Hier haben wir das eigentliche AirPods Case. Ah, es ist immer schön, sowas neu auszupacken. Auch wenn dann ja, der Preis, an den denkt man am besten mal gar nicht mehr. So, da haben wir es. Wir haben schon mal, ihr seht, eine neue Orientierung, nicht mehr hochkant, sondern im Querformat. Und wie gesagt, Gewicht, ja, ist schwerer. Upsala. Unten die Anschlüsse, beide haben hier Lightning-Anschluss. Auf der Rückseite sehen wir nochmal hier das Metallscharnier, was hier deutlich größer geworden ist im Vergleich zu den älteren AirPods. Und da steht auch nochmal, klar, Design per Apple in California, assembled in China. Und hier ist nochmal der extra Pairing-Button, den man beim iPhone aber nicht braucht. Und ganz hier vorne haben wir noch eine kleine LED. Schauen wir doch mal rein. Ich klappe mal auf und bin sehr gespannt. Und jawohl, schön. Schön, schön, schön sieht's aus. Ich nehme mal direkt einen raus. Und ja, Mann, der Stängel, der ist echt kurz geworden. Und wenn ich sie noch mal reinpacke, dann ja, schnappt das natürlich auch wieder magnetisch hier in Position. Man muss aber ein bisschen gucken, dass das hier dann auch reinpasst. Also auch ganz so einfach wie bisher ist es nicht. Man muss sich wahrscheinlich erst ein klein bisschen eingrooven, denn wenn ich den einfach nur reinfallen lasse, dann verkantet der. Und bei den alten, ja, da ging das, dann habe ich das geholt, zack, rein, raus, lief alles schon total gewohnt ab. So, ich nehme mal einen raus von den älteren und dann einmal hier das neue Gegenstück, damit wir mal vergleichen können, ja, hier die Größe, denn da hat sich doch schon einiges getan. Hier kann man es schön sehen, natürlich eine ganz andere Bauform, erinnert ja viele an diese Pflanzen aus Plants vs. Zombies oder an und Föhn oder sowas. Aber ich sag mal, solange die passen, ist das mir alles recht. Und was ich vor allem cool finde, ist, dass hier ja der Stängel ein bisschen kürzer geworden ist. Dass der nicht mehr so weit aus dem Ohr raussteht, weil das sah ja doch schon gewöhnungsbedürftig aus. So, ansonsten, ja,
sozusagen insgesamt auch ein klein bisschen größer, ein klein bisschen, also hier der obere Bereich, ein klein bisschen größer, ein bisschen schwerer geworden. Der Unterschied ist ja auch, der Akku ist jetzt auch hier oben mit drin und nicht mehr hier im Hals. Bei den alten war ja hier drin der Akku eingebaut, also so ein kleiner, schmaler Akku. Und der ist jetzt hier oben und das ist eine Knopfzelle, die hier drin ist von einem deutschen Hersteller. Ich weiß gar nicht mehr, Warta oder irgendwas. Auf jeden Fall, ein deutscher Hersteller liefert hier die Akkus dafür und die sitzen jetzt hier oben drin. Wir haben natürlich Mikrofone eingebaut. Wir haben hier ein Mikrofon, das Außenmikrofon für das Active Noise Cancelling. Und ein zweites Mikrofon ist noch hier drin, das einmal hört, was im Ohrkanal noch ankommt bei euch. Und hier wird gehört, welche Außengeräusche haben wir. Und dadurch wird ja dann das Active Noise Cancelling quasi bedient und kann dann die Geräusche durch Gegenschall ja optimalerweise ausschalten. Hier haben wir nochmal optische Sensoren. Kann man hier gut erkennen. Also hier ist nochmal ein optischer Sensor drin, der wohl erkennt, ob dann das Ding auch im Ohr steckt oder nicht. Genauso wie hier unten auch nochmal ein optischer Sensor drin steckt. Und hier, ja, das könnte vielleicht die Belüftung sein. Die haben ja geschrieben, dass man hier kein Druckgefühl haben soll. Denn es sind ja In-Ears und die steckt man sich rein. Und wenn dort keine Entlüftung ist, dann wird natürlich im Ohrkanal die Luft ein bisschen zusammengedrückt. Und viele haben dann ein unangenehmes Druckgefühl auf den Ohren. Und das hat Apple dadurch jetzt hier ausgeschaltet oder behoben, das Problemchen, dass sie dann eine Belüftung haben, dass also kein Druckgefühl dann hier im Ohrkanal vorherrschen soll. Und so weit werden die auch gar nicht reingeschoben werden. Also die sitzen, glaube ich, nur so im Ohrkanal drin und sollten dann relativ angenehm sitzen. Wo ich aber noch gespannt bin, ist hier mit den Tipps, die sollen sich auch interessant wechseln lassen. Probieren wir aber gleich nochmal aus. Dann gibt es ja noch die große Neuerung. Ja, man steuert ja hier nicht mehr Play-Pause durch. Drauf tippen. Was eigentlich bei mir gut funktioniert hat, aber dennoch hat man dann immer so ein Pock, Pock, Pock im Ohr gehört, sondern wir haben jetzt hier wie so 3D-Touch-mäßig hier eine Fläche auf beiden Kopfhörern, die man einfach zusammendrückt und dann hört man Klick und einmal drücken Play, nochmal drücken Pause, zweimal Titel vor, dreimal Titel zurück und gedrückt halten. Dadurch schaltet man dann Active Noise Cancelling ein oder aus oder in diesen, wie nannten sie es noch? Ich komme gerade nicht drauf, in den Modus, wo man eben die Außengeräusche auch noch hören kann. Hier unten hat sich auch ein bisschen was getan. Die Ladekontakte, ich gehe mal ein klein wenig näher ran mit euch. So, hier die Ladekontakte, ihr seht, sie laufen hier nicht mehr rundum, sondern das sind nur noch rechts und links so kleine Metallstreifen. Und bei den Originalen, da war hier wesentlich mehr Metall an der Unterseite und wir hatten auch hier das Mikrofon unten im Stiel eingebaut. Und ja, da hat sich auch ein bisschen was getan. Also viele, viele Neuerungen, die wir hier haben. Das Ladecase selbst, da unten seht ihr die Ladekontakte drin und ja, fühlt sich immer noch, ich würde sagen, genauso an wie bisher auch. Also vom Zuklappen, ja, das alte klackt ein bisschen schöner, finde ich. Das neue ist ein bisschen dumpfer im Klang, aber ansonsten, ja, Metallscharnier, passt alles wunderbar. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir nehmen uns mal ein iPhone zur Hand. Ihr müsst übrigens auf iOS die Version 13.2 installiert haben, damit das hier alles reibungslos funktioniert. Und dann müsste man eigentlich nur, ja, das nebendran halten, Bluetooth eingeschaltet haben und die AirPods einmal aufklappen. Und wenn ihr dann diese Meldung hier bekommt, dann habt ihr euch da gerade das falsche Telefon gegriffen wie ich. Denn hier läuft noch eine Beta drauf. Also ich muss mal kurz die Kamera wechseln. Okay, jetzt muss es aber klappen. Ich habe hier mein iPhone 10 mit iOS 13.2. Wir machen nochmal die Klappe auf und dann sollten wir jawohl die schöne Animation und den Button verbinden bekommen. Da drücke ich einmal drauf und alles andere sollte von automatisch funktionieren. Und die AirPods, ne? Jawohl. Oh, sehr schön. Schaut mal her. Was bekommen wir denn da? Eine kleine Erklärung, wie das hier mit dem Drücken funktioniert, für die Mediensteuerung, die Geräuschkontrolle. Also das haben sie echt schön umgesetzt. Das hier ist so typisch Apple. Optisch ansprechend und ja, ganz, ganz praktisch. Auch wie das hier im Kontrollzentrum funktioniert, wie man das Active Noise Cancelling ein- und ausschalten kann. Ja, also sehr, sehr schön, aber ich breche mal ab, denn ich weiß ja schon, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt packe ich mir die Dinger mal ins Ohr, Freunde, und bin sehr gespannt, einmal, ob die sitzen. Und dann machen wir auch gleich den Test, denn Apple hat hier einen kleinen Test eingebaut, um rauszufinden, ob dann hier die Stöpsel, die drauf sind, für euch auch optimal passen und den Ohrkanal gut abdichten. Okay, sie stecken jetzt in meinem Ohr und fühlen sich sehr angenehm an. Ich würde mal fast sagen, das passt wahrscheinlich, aber wir gehen noch mal hier in die Einstellungen rein. Unter Bluetooth und da haben wir die AirPods Pro. Und wenn ich da auf das i drauf gehe, dann haben wir jetzt hier aktuell ja, Geräuschunterdrückung ein, aus,
oder eben den Transparentmodus, der fühlt sich ja komisch an. Ich mache jetzt mal aus, denn wir wollen einfach nur hier Passtest für die Ohreinsätze machen. Da gehe ich mal drauf. Passforum der Ohreneinsätze testen, bla bla bla. Okay, fortfahren. Und dann wird jetzt hier ein Ton abgespielt. Ich mache mal auf Play. Und da kommt Musik. Ja, klingt schon mal ganz gut. Und ich bekomme bescheinigt eine gute Abdichtung. Also die mittleren, die passen für mich. Aber ich will jetzt mal sehen, ob, wenn ich jetzt hier die kleinen zum Beispiel drauf mache, ob ich dann auch eine Anzeige bekomme, dass die wirklich nicht passen. Also wir nehmen mal hier Größe S. Einmal hier raus. Schaut euch mal die Dinger an. Sehr interessant. Und dann kann ich das hier abziehen. Braucht man ein klein bisschen Kraft für. Und dann sieht man hier auch schön, ja, den eigentlichen Grill, wo dann hier das ganze Geräusch rauskommt. Und die neuen hier nochmal aufstecken. Oh, das geht ja einfach. Also das haben sie echt schön gelöst. Hier ist er nicht ganz drauf. So, okay, passt. Dann stecke ich mir den mal ins Ohr und wir machen den Test nochmal. Es fühlt sich ja nicht ganz so gut abgedichtet an. Ich bin gespannt, also Passtest Ohreinsätze, nochmal das Ganze bitte. Ja, selbst die wären bei mir gut, aber ich würde mal sagen, hier die mittleren haben sich doch besser angefühlt. Also nochmal das Ganze hier aufsetzen. Das haben sie schön gemacht, wie man das hier aufsetzt. Dann gibt es so einen richtig schönen Klick und das ist nicht so eine Fummelarbeit wie bei vielen anderen Kopfhörern. So, ich packe sie nochmal rein ins Ohr. Und eher, wir schauen uns mal die Steuerung genau an. Also hier kann man auch schon alles Mögliche machen. Hier automatische Ohrerkennung, dass wenn man sie rausnimmt, die Musik aufhört zu spielen, Geräuschkontrolle und so weiter. Aber wir gehen mal in das Kontrollzentrum rein. Da habe ich hier eine schöne Anzeige schon, dass ich die AirPods Pro drin habe. Ich mache hier mal einen 3D Touch drauf. Und hier unten haben wir die Steuerung, Geräuschunterdrückung oder Aus- oder Transparentmodus. Ich mache jetzt mal den Transparentmodus an und dann... ja, dann höre ich mich schon ganz, ganz anders sprechen. Wenn es ausgeschaltet ist, dann klinge ich so ja, schon abgemuffelt, aber so klingt sehr interessant. Fast so, als hätte man echt keine Kopfhörer drin. Finde ich sehr interessant. So, Geräuschunterdrückung mal einschalten. Und dann höre ich mich ja doch schon ganz, ganz anders. Aber natürlich will ich jetzt wissen, wie gut ist diese Geräuschunterdrückung. Die Steuerung hier, die funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und die Geräuschunterdrückung, die muss ich mir noch mal genauer anschauen. Aber jetzt natürlich, ich will wissen, Leute, wie ist denn hier der Sound? Also spiele ich mal ein klein bisschen Musik. So Leute, ich habe jetzt hier mal umgeschaltet auf die Frontkamera, damit ihr mich auch sehen könnt, denn wir wollen ja wissen, wie sehen die AirPods denn aus, wenn man sie im Ohr drin hat. Und ich finde, sie sehen auf jeden Fall unauffälliger aus wie die alten Varianten hier. Wenn ich mir das mal reinmache, seht ihr, das steht hier doch schon ganz deutlich raus. Klar, man kennt den Look, man hat sich dran gewöhnt, aber so ein bisschen gestört hat es mich dennoch immer. Aber wenn ich mir dann hier die AirPods Pro reinmache, passen einmal sehr schön und liegen viel enger hier am Ohr an und fühlen sich auch echt angenehm an. Doch, muss ich sagen, auch das Wechseln hier über diese Touch-Steuerung, also gedrückt halten, dann habe ich jetzt den Transparentmodus drin und nochmal gedrückt halten, egal auf welcher Seite, dann kann ich nochmal das Noise Cancelling einschalten und man bekommt jedes Mal so einen kleinen Klick abgeliefert. Das ist sehr schön, klappt gut. Ich habe jetzt hier verschiedenste Musik mal gehört, auch hier die Steuerung über die App, also nicht Quatsch über die App, über das Kontrollzentrum. Ja, wenn ich jetzt hier drücke und schalte hier unten um, das hat auch alles gut für mich funktioniert. Und ja, ein bisschen Musik habe ich mal gehört und habe dann auch verglichen hier zwischen alt und neu. Und muss sagen, die neuen klingen auf jeden Fall besser. Das kann man sofort sagen. Sie haben mehr Bass, sie haben ein bisschen mehr Wumms und insgesamt einen besseren Klang. Vielleicht auch, nicht nur vielleicht, es liegt mit Sicherheit auch daran, dass eben jetzt hier viel besser abgedichtet wird und insgesamt an kleinen Verbesserungen. Also vom Klang her auf jeden Fall eine Verbesserung.
Das Noise Cancelling, ja, ich muss mal kurz hier kramen bei mir. Das Noise Cancelling ist gut, würde ich auf den ersten Blick sagen. Ich habe es natürlich jetzt nur hier bei mir im Büro getestet, habe hier ein bisschen ja, Flugzeuglärm, so wie sich das anhört, wenn man im Flugzeug drin ist, während des Fluges mal auf maximaler Lautstärke hier auf meinem MacBook abgespielt und ein bisschen in eine Busfahrt simuliert und eine Menschenmenge und sowas. Aber die kommen natürlich an sowas noch absolut nicht ran. Also Over-Ears, das ist immer noch das absolute Nonplusultra, vor allem hier die von Sonys, die nehmen noch mal etwas mehr weg. Also man bekommt hier immer noch ja, was von der Außenwelt mit, aber sie bieten ein gutes Noise Cancelling. Das kann ich soweit schon mal sagen. Die Steuerung ist sehr gut und wenn man dann mal an- und ausmacht, dann merkt man einen deutlichen Unterschied. Aber es ist nicht so, dass man jetzt gar nichts mehr hören würde. Das jetzt nicht, aber sie machen einen guten Job, würde ich auf den ersten Blick auf jeden Fall mal sagen. Und ich bin jetzt sehr gespannt und freue mich, die jetzt mal im Alltag auszuprobieren. Übrigens Abspielzeit 4,5 Stunden mit Active Noise Cancelling und 5 Stunden dann hier wie bei den alten, dann ohne Active Noise Cancelling. Ja, also, ich packe die nochmal rein ins Ohr und das wäre es dann gewesen, Freunde. Das war das Unboxing der AirPods Pro und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob die ja für mich den Unterschied auch finanziell ja, wert sind im Alltag. Wir haben ja, ja, es sind ja nur 50 Euro mehr als bei den AirPods zweite Generation mit Wireless-Ladecase und ja, hier ist natürlich auch Wireless Charging mit dabei, aber insgesamt 100 Euro teurer als jetzt hier die erste Generation, die man noch kaufen kann. Es ist viel Geld. Reden wir nicht groß drum. Es ist viel Geld für Kopfhörer, aber mit Active Noise Cancelling, es hat mich nicht losgelassen. Ich musste es ausprobieren. Und mein Fazit werdet ihr dann an gegebener Stelle hier auf dem Kanal nochmal bekommen, wenn ich die ausführlich genug dann getestet habe, die neuen AirPods. Und bis dato sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.